Hey Leute, was geht? Hier ist Timmy, Freunde, ohne dir. Hey, was ist denn jetzt? Papa. Hey, da ist Felix. Was Papa, macht denn Felix hier? Hey, hör auf, mich mit Schnee abzuwerfen. Das ist Eis. Mach das wieder rein, ey. Mann, mir ist voll langweilig den ganzen Tag. Können wir mal was unternehmen, ey? Hey, Freunde, sollen wir heute mal einen Vater-Sohn-Tag machen mit dem Kleinen? Hey, das wäre richtig cool. Ja, kleiner Felix, wir können auf jeden Fall was machen. Wo möchtest du denn hin? Ich weiß nicht, aber warum hast du immer so schöne Klamotten an, in Pink und alles? Und ich habe immer die doofe Schuluniform an. Das ist viel zu warm. Hat er recht, stimmt. Wir sollten ihm echt mal andere Klamotten geben. Außerdem sieht er aus wie Pauberger. Den kann man ja gar nicht unterscheiden, ey. Oh Mann, ja, okay, wo bist du denn, kleiner Mann? Hey, nicht Edgy einsteigen. Badge, ich bin einmal rumgelaufen. Dann warte mal, wir gehen erstmal ins Auto rein und dann suchen wir den neue Klamotten. Ich bin gespannt. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, was wir den kleinen Mann anziehen können. Ob wir ihm eher Sommerklamotten anziehen sollen oder vielleicht auch was ganz anderes. Vielleicht auch wirklich goldene Klamotten. Ich bin mal gespannt. Papa? Ja? Ich mag aber so Anzüge und so schicke Klamotten mag ich. Okay, da müsste ich auf jeden Fall meinen Laden suchen. Ich werde mal einen suchen für dich. Also, kleiner Felix, ich glaube, da vorne müsste hier einer sein. Wir müssen nachher noch zu McDonald's gehen. Da vorne, ja. Ja, aber guck mal, hier ist doch so ein Klamottenladen. Ja. Das sieht doch gut aus, oder? Was meinst du? Ja, ich weiß nicht. Das ist so voll sportlich. Hallo. Hi. Ist das nicht hier so ein Fußballer oder so? Ja, das ist... Dings, ist das nicht Benzema? ja, was willst du denn für Klamotten haben? Willst du eher... Hallo, junge Dame. Hi. Ich möchte gern... Was ist das? Alles so sportlich hier und der Schuh dreht sich. Den kann man nicht? Ja gar nicht anziehen. Nee, das ist doch voll cool hier. Hä? Hey, ist doch voll cool für kleine Kinder. So Cappies? Ich glaube, ihm gefällt das nicht. Ja, okay, dann komm, dann gehen wir woanders hin. Och, Mann, ich dachte, das wäre was für den Kleinen. Ey, so eine Cappy oder so. Ich mag das nicht. Kleiner Felix, Mann, hör auf damit. Sportladen mit Benzema du kannst, hier. Du kannst doch nicht die ganzen... Mann, nein, du kannst nicht den ganzen Laden in die Luft jagen, ey. Was ist denn los mit dir? Oh, Mann, nein, jetzt brennt der ganze Laden wegen dir. Guck mal. Bevor die Polizei kommt. Ich will teure Klamotten. Wir müssen die Feuerwehr rufen. Schmalspur. Ja, okay, ey, wenn du das nochmal machst, gibt's richtig Ärger, Mann. Zum Glück haben die nichts geredet, ey. Los, wir müssen weiter. Oh, Mann, warum machst du denn immer so Unsachen, ey? Das ist gar nicht gut. Wegen dir krieg ich immer Ärger. Am Ende des Tages kommt bestimmt wieder die Polizei oder so. Nein, ich verspreche dir, heute wird nicht die Polizei kommen. Ja, das merke ich, ey. Super, wie du das gemacht hast, Mann. Oh, wirklich, er macht wirklich den ganzen Tag nur Unsinn, der Kleine, ey. Ich hoffe, wenn er seine Kleidung hat, dass er da mal ein bisschen ruhiger ist, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Wo fahren wir denn jetzt hin? Hier müsste eigentlich so ein Einkaufszentrum sein. Warte mal. Ich will die teuersten Klamotten. Ey, aus dem Weg. So, wir sind jetzt hier. Das habe ich von Touren gelernt, sich mal durchzusetzen. Kennst du Touren? Weiß ich nicht. Vielleicht aus Videos. Ich bin hier, Felix ist da, die Hände hoch. Hör, wo hast denn die Pistole her, ey? Das ist so Plastikwaffe. Spaß, ich hab die gefunden bei dir in der Garage, aber oha, das sieht voll gut aus hier. Nein, Thorn hat die echt noch in die Garage reingetan. Ich hab doch zu Thorn gesagt, dass die noch, oh nein, gar nicht gut. Ja, klar sieht das gut aus. Die Klamotten, die haben. Mann, ja, dann mach bis 2000 Dollar, okay? Ich gebe dir hier mal das Geld. So, 2000? Hier. Das ist Schmalspur. Das wird doch reichen. 100.000 gibt's gar keine Kleidung. Jetzt zieh dich um. Ich warte hier draußen auf dich. Oh, Mann, ey. Oh, ich bin echt gespannt, was der anziehen wird, ey. Ich bin mal auf seinen Geschmack gespannt, was er da holen wird. Was meint ihr, Freunde? Aber ich freue mich ehrlich gesagt für den Kleinen. Der hat so viel durchgemacht, auch mit seiner Familie. Da muss er schon mal ein paar gute Sachen auch anziehen. Hä, was dauert denn da so lange? Was macht denn der da? Ja, was ist denn das Teuerste, das sie hier haben? Und wie teuer ist das eigentlich? Hey, sollen wir da reingehen? Ja, also das Teuerste sind so 1 Million Dollar. Und das ist das Kinderoutfit Deluxe. Das ist das Premium-Outfit für Kinder. Nein, das gibt's nur das einmal. Nicht. Oh nein, da wird das ja, bestimmt nur wollen. Einmal. Kann ich das auch zweimal kaufen? Och, das kann man nur einmal kaufen, nein, kleiner Felix. Nein, das haben wir nur einmal. Das ist ein einmaliges Unikat. Nein, gar nicht gut, gar nicht gut. Nein. Ja, ich kaufe das auf Rechnung mit meinem Papa, Timmy. Jetzt reicht's. Ich werde da gleich reingehen. Ey. Okay, ich zieh mich hier eben um. Sollen wir noch reingehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde dir erstmal anschauen, wie das so aussieht. Wenn das gut aussieht, können wir ja nochmal mit ihm reden. Oh, ich bin echt gespannt, wie der aussehen wird, der Kleine. Das sieht ja richtig teuer aus. Oh, ich höre ihn bis hier hin. Ey, der redet so laut. Ey, oh nein, die ganzen Kunden hören ihn doch. Oh, Mann, kleiner Mann, kommen Sie mal raus. Ich bin
mal gespannt. Ja, okay, ey, Leute, schaut gehen. Mal. Oh, hä? Freunde, Felix. Was? Das ist Felix? Hä, hey, das sieht ja ich richtig ja cool aus. Oh, das steht dir. 1 Million war das, oder? Das geht auf die Rechnung. Nein, das ist die Adresse kommt jetzt und mein raus. Name ist... Ah, ich werde eingreifen. Ne, Felix, hi. Ja, ja ich bin der Vater hier. Wir müssen noch ganz schnell zur Schule gehen. Er hat nämlich jetzt einen Auftritt, ja? Wir kommen später und bezahlen das. Tschüss. Okay, schnell. Hä, hey, wie siehst du denn aus, Felix? Abhauen. Schau mich erst mal an, komm noch mal her. Oh, mal, ja, wir können doch nicht hierher kommen. Gleich kommt die Polizei, ey. Oh, Mann, was? Ja, schnell. Nein, ich habe doch bezahlt mit deiner Rechnung, aber das ist ein 1-Million-Dollar-Outfit, ey. Niemals werde ich das bezahlen, aber das sieht richtig cool aus, ey. Das steht dir voll gut, kleiner Felix. Damit müsst ihr auf jeden Fall der Coolste in der Schule sein. Los, komm jetzt schnell. Ich mach mal eine Straßenumfrage. Oh, hallo, wie finden Sie mein Outfit? Der soll auf jeden Fall die Passanten in Ruhe lassen. Mann, hey, komm jetzt rein. Ey, los. Was? Ich soll abhauen, oh Mann. Ja, oh, du machst nur Unsinn, ey. Wegen dir habe ich jetzt fast 1 Million ausgegeben. Zum Glück wurde das noch nicht abgebucht, Mann. Wir hauen jetzt hier ab, ey. Los. Sollen wir zu McDonald's gehen vielleicht? Ja, okay. Aber ich muss aufpassen, dass ich kein Ketchup auf meine Klamotten mache. Ja, hast du recht. Okay, wir gehen zu McDonald's, Freunde. Ey, das ist der beste Vater-Sohn-Tag ever. Hey, hey. Das ist doch dein McDonald's, zu dem du wolltest, oder? Au, wie fährst du denn? Vorsicht, ey. Ja, ich bin noch gar nicht auf deine neue Kleidung dran gekommen. Hast du genug Geld dabei? Timmy, ja, warte Geld mal ganz dabei. Kurz. Was ist alle denn? Sind immer so reich. Wenn du nicht viel Geld hast, sag ich dir ehrlich, wenn du Schmalspur bist, dann gehe ich woanders bin hin. Bin nicht Schmalspur. Ich wollte den Gefallen tun mit McDonald's. Hey, Freunde, ich habe langsam echt das Gefühl, dass die seine Eltern den gar nicht gut erzogen haben. Vielleicht sollten er den Job besser machen. Doch, ich nehme alles, Leute. Macht mal alles auf. Alle Buletten kaufe ich. Du machst hier nur ein Big Mac, hast du gehört? Nur eine Pommes und ein Big Mac machst du, ey. Was anderes nimmst du nicht, verstanden? Ja, okay, dann setz dich schon mal hin. Ich bestell schnell, ja? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ey. Aber ja, gut, ich warte hier. Hallo, herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung, bitte. Oh, ich hoffe, der macht das gut, ey. Ja, ich werde das Ihnen einmal aufschreiben. Das ist eine etwas größere Bestellung. Nein, und, nein, nicht größer, ey. Und zwar, ich nehme zweimal Big Mac, 3 Cola, 2 Cheeseburger Felix, und 10 Pommes. Felix, habe ich nicht was gesagt, dass du nicht so viel bestellen sollst? Ja, genau. Ja, streichen dann Sie das, ja? Sag nochmal zu dem Herrn. Was? Papa, setz dich hin, ich bestell, ja? Ja, gut, ich setz mich hin. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, beeilen Sie sich bitte. Hier sind auch andere Kunden vielleicht. Naja, gut, ja, also ich nehme jetzt, ich muss ein bisschen leiser reden. Ich nehme 3 Big Macs und eine Cola und 10 Pommes und 2... Felix! Oh, und aufhören damit, ey. Sag jetzt, dass du nur ein Big Mac willst und eine Cola und vielleicht eine Pommes. Ich will ein Big Mac und eine Cola und eine Pommes. Ey, Mann. Das habe ich jetzt nicht gehört, ey. Das kann nicht wahr sein, ey. Der Kleine will immer seinen Dickkopf durchsetzen. Das kann nicht sein. Wegen dem wären wir doch pleite, ey. Ich meine, heute ist zwar Rechnung, ein Flug. Ja. Kannst du das bezahlen? Das sind 10.000 Dollar. Oh, ich rede mal mit dem Kassierer. So, hallo der Herr. Ich würde einmal zahlen. Herzlich willkommen. Ja, genau. Der Kleine hat schon bestellt. Ich würde aber was ändern an der Bestellung. Ja. Machen Sie mal eine 0 weniger. Ja, 1.000 Dollar dann. 1.000 Dollar? Okay, aber wie geht das? Der hat ja den goldenen Special Deluxe. Ja, das bestellt. Da machen, halbieren sie den einfach. Nee, halbieren sie den. Ich rufe die Polizei, weil den haben wir schon gemacht. Oh, Mann. Den Super Doppelt Gold Supreme Deluxe Burger. Siehst du, was du getan hast, kleiner Felix? Es ja, kommt wegen dir die Polizei. Och, Mann, ja, los, schnell schnapp dir den Burger, dann essen wir den jetzt auf. Ja, danke, Aufgeber, für den Burger. Oh, was ist das für ein Goldbarren, Felix? Oh, den habe ich hier bestellt. Das wie kann man den essen. Hast du bestellt? Essbar. Das kann man nicht essen. Dollar los, nur. Wir gehen jetzt, ey. Och, gleich kommt wieder was? Die Polizei wegen dir, ey. Du machst nur Unsinn. Mann, das nur Unsinn. Ich rufe jetzt die Polizei. Oh, das geht gar nicht so gut. Nicht. Wir müssen abhauen, ey. Oh, ey, schnell, nein, wir haben schon schnell so rein da. Wir haben schon so viel Unsinn heute gemacht, ey. Alles nur wegen den Kleinen. Mann, siehst du das da oben? Jetzt habe ich wegen dir einen Stern bekommen, ey. Weißt du, was das bedeutet? Nee, aber ich nicht. Das ja. ist deine Schuld. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, vielleicht ist es meine Schuld, aber die Polizei wird mir alles wegnehmen. Die wird den Lamborghini wegnehmen und die wird auch dann deine Kleidung wegnehmen. Checkst du das? Ja, oh Mann, sorry. Ja, das ist nicht gut, ey. Mann, das kann echt nicht wahr sein. Wir müssen echt mal ein bisschen mehr Erziehung dir beibringen. So, ab jetzt tust du das, was ich dir sage. Verstehst du das? Ja, okay, Entschuldigung. Ja, sehr gut. Das ist schon mal der richtige Weg. Ich sag's mal so, Einsicht ist der erste... Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Hallo? Guten Tag. Ja, hier ist Timmy. Schule Los Santos. Wie Schule ich mit Los Timmy? Santos? Ja, hier ist der Vater von Felix. Was ist denn? Hä? Ja, es geht einmal um den, wie gesagt, um den kleinen Felix. Ja, und der hat die Schule beschmiert und musste nachsitzen. Er ist nicht angetreten. Heute ist doch Sonntag. Wie
wie kann das denn sein? Das ist ein neues Programm, Sonntagsnachsitzen für besonders schlimme Schüler. Was besonders schlimm? Was, Felix, besonders schlimm? Also ich halte da gar nichts von, wirklich gar nichts. Aber gut, warten Sie mal, ich schalte den Anruf kurz auf stumm, warten Sie mal. Ja. Du, Luisa, dieser doofe Felix da, die selber nur den doofen Kram da anstellt, ja, der muss nachsitzen. Doppelt nachsitzen, dreifach nachsitzen, schreibt das auf. Was ist das denn? So, ich bin wieder da, hallo, hören Sie mich wieder? Ja, ich habe auch Ihr Gespräch gehört, was soll denn das? Was? Ich glaube, Sie mögen, ja, Sie haben ja auf dem Kicker. Ja, was hat er denn gemacht? Nee, warten Sie mal, ich will wissen, was er gemacht hat. Der hat die Schule beschmiert, der hat angezündet. Ja gut, ich bringe ihn vorbei, wir klären das. Nee, wir klären das. Tschüss, bis gleich. Felix, kann das sein, dass du mir was zu erzählen hast? Eigentlich nicht. Wir müssen mal in die Schule gehen, ja? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, wir gehen in die Schule. Los, Freunde, jetzt reicht's. Was hat denn Felix wieder gemacht da, Mann? Oh nein, Ja, da hat gerade so ein Lehrer angerufen und der meinte, du hast, glaube ich, etwas bei der Schule gemacht. Deswegen klären wir das jetzt. Das kann ja nicht wahr sein, Müssen wir da wirklich hin? Natürlich müssen wir da hin, Es geht doch um deine schulische Karriere. Natürlich, die ist wichtig, Felix, Mann. Ich will YouTuber werden. Ja, das kannst du ja auch. Aber was ist, wenn YouTube nicht mehr läuft, Oh, Mann, das checkt der kleine Junge nicht. Ich schreibe immer in den Titel rein. Dann läuft YouTube immer. Ja, nee, so geht das nicht. Ja, na und? Es ist ja auch mein Kanal. Na klar. Och, Mann. Ja, aber du kannst doch nicht einfach so das machen. Du musst auf jeden Fall lernen, Das ist wichtig für dich. So, wir sind jetzt hier gleich in der Schule. Ja, ich glaub dir das. Eigentlich ist das hier deine Schule, oder? Sind wir hier richtig? Was soll ich denn gemacht haben angeblich? Ich weiß es nicht, aber der Lehrer meinte, dass du was Schlimmes getan hast. So, warte mal. Siehst du da? Was hast du da gemacht? Och, Felix. Ich stecke in Schwierigkeiten. Och, mein. Guck mal, was du hier gemacht hast. Da steht Timmy, Felix und Felix mit 3X. Wieso das denn? Ja, klar. Das ist mein Sprühername. Och, Mann, du darfst sowas nicht machen. Ja, heute ist ein Vater-Sohn-Tag, aber Mann, das heißt echt Ärger. Weißt du das? Ich werde das jetzt wegmachen müssen. Ich dachte, du magst das. Ich mag dich doch auch und ich finde das auch schön, was du da gemacht hast, aber du kannst doch nicht einmal die Schule hier sabotieren. Ich hab echt jetzt, Mann. Oh nein, der Kleine, ich werde ihn mal in Ruhe lassen. Ich werde das mal für ihn wegmachen und dann werden wir ihm eine Freude machen oder so. Oh, wie geht denn das weg hier? So, ich muss das mal wegsprühen. So, zack. Oh Mann, das ist ja richtig fest, Geht das überhaupt weg? Oh Mann, hier, zack. Warum hat er denn da überall Felix? Nein, was ist denn jetzt los? Oh. Was machen Sie da? Hallo, Officer. Was haben hallo. Sie da an der Wand gemacht? Ich bin hier eigentlich gerade nur als Vater hier. Was haben Sie an der Wand hier gerade gemacht? Ich habe hier nichts gemacht. Mein Sohn hat das gemacht und ich mache das gerade weg eigentlich. C4, wir haben den Sprüher gefasst. Wie heißen Sie? Bin ich verhaftet? Ich bin Timmy. Moment, ich weiß, dass hier Timmy steht. Ich weiß, aber ich war das nicht. Das wir ist mir glauben. Gefasst. Oh nein, ich wollte nur einen Vater-Sohn. Er heißt Timmy. Nein, ich wollte nur einen Vater-Sohn-Tag machen, Und das ist alles wieder ins Schiefe geraten. Verdammt, können wir bitte nochmal reden oder so? Ich muss zu meinem Sohn, wirklich. Ich verstehe, ich muss ihn festnehmen. Okay, verstehe, verstehe. Nein, Freunde, ich glaube, wir müssen abhauen, Jetzt reicht's mir. Wir müssen schnell Timmy abholen da hinten. Oh nein. Bleiben Sie stehen. Ja, ich. Stehen bleiben, LSPD. Oh, gar nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Wo ist denn Felix? Wo ist Felix? Verdammt, wo ist der? Nein. Oh, ich glaube, der ist da drin. Jetzt haben wir ein Problem. Ich werde einfach in die Schule gehen. Oh mein Gott, schnell, wir müssen in die Schule gehen. Schnell. Felix, wo bist du? Wir haben ein Problem. Stehen bleiben. Nein, schnell rein. Papa, wo bist du? Ich bin hier. Wo bist du? Die Polizei ist hier. Oh Mann, ich bin im großen Raum, ich höre dich. Warte, wo ist der denn? Ich bin auch, warte. Ich komme jetzt in den großen Raum. Da bist du ja. Wir müssen abhauen, die Polizei kommt. Na los, beeil dich. Die Polizisten kommen. Oh, wir müssen, glaube ich, hier raus. Wo geht's denn hier raus, Mann? Ich bin bei deinem Auto. Ja, sehr gut. Los, wir müssen raus. Einsteigen. Was hast du denn angestellt, LSPD, Oh. Gar nicht gut. Oh, darüber unterhalten wir uns nochmal. Felix. Oh Mann, woher wissen die denn deinen Namen? Die haben unsere Namen, die wissen alles. Wir sind richtig geliefert. Nein. Ich glaube, wir müssen zu Acrimex nach Hause gehen. Wir gehen jetzt zu Acrimex zu seinem Zuhause. Wir uns. Stehen du sagst Acrimex was davon, dass wir bei ihm zu Hause reingehen, ja? Aua.
fahr schnell. Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Ey, zu mir nach Hause können wir doch nicht, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall. Vielleicht ist Max da, vielleicht kann er uns helfen. Los, steig aus, schnell. Ey, schnell auf. Oh, Mann. Ich hoffe es, ey. Ansonsten verstecken wir uns hier, okay? Oh, los. Rein hier. Können wir hier durch? Ja, okay, die Tür geht auf. Kontakt verloren. Los, bleib hier drin. Los, lass hochgehen. Die rufen immer über Megafon, oha. Ich weiß. Oh, Mann, warum musst du denn da auch sprühen, Mann? Warte mal, ich hab mal ein Video gesehen. Hier ist ein Tonstudio. Okay, willst du jetzt rappen, oder was? Ja. Okay, na dann mach mal den Beat an, solange wir hier vor den Polizisten uns verstecken. Okay, bist du bereit? Ja, warte. Ja, schieß los. Ich mach den Beat an. Ja, ich bin Felix. Oha. Gesucht von der Polizei. Oha, das... Aber mich kriegt keiner. Ich bin immer frei. Oha. Ich schieß auf alle mit Blei. Ja, Mann, das ist richtig gut. Ey, mach weiter. Oha. Ja, das war richtig gut, Felix. Ja, die Polizei kommt. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir müssen weg hier. Kommen Sie aus dem Haus raus. Ich glaube, wir haben ein Problem, Felix. Hast du irgendeine Idee, wie wir das machen können? Wir können uns verkleiden und rausgehen oder so. Ja, okay, ich verkleide mich. Stimmt, das ist eine gute Idee. Warte, ich schau mal, ob er irgendwo so ein Bart hat. Und du suchst du auch was, okay? Okay. Los, lass umziehen hier, schnell. Oha, ich hab mich mal angezogen wie iCrimex. Ey, das werden die niemals merken, Freunde. Oh, sag das auf keinen Fall, Max, dass wir uns verkleidet haben, ne? So, ich würde mal sagen, wir suchen Felix. Jimmy, Felix? Papa? Du siehst ja aus wie Paulberger. Ach so, ich dachte, du bist iCrimex. Ich hab mich locker raus. Denkst du? Oh Mann, lass mal rausgehen. Ja, perfekt, lass ey. In der Garage gucken, ob da iCrimex sein Auto ist. Okay, lass da schauen, ey. Oh mein Gott, das ist der beste Vater-Sohn-Tag ever, ey. Oh Mann, okay, das macht richtig Spaß mit den Kleinen. Ich meine, der macht zwar viel Unsinn, aber eigentlich hat er echt gute Ideen. Hör mal zu, kleiner Felix, wir müssen uns eine Story überlegen, ja? Warum wir hier sind und was die Polizei hier macht. Du bist iCrimex und ich bin Paulberger. Okay, sehr gut. Hey, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aber wir haben keine andere Chance. Okay, wir machen die Hände hoch, ja? Wir tun es, als wenn wir von nichts wissen, ja? Mach die Hände hoch und du gehst zuerst raus. Und ich sag dann so, ey, Paulberger, was machst du? Hallo, Officer, Officer, wir sind hier, alles gut. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht, wir sind iCrimex, was wollen Sie? Ich bin iCrimex und das ist mein Sohn, Paulberger, was macht ihr hier? Anderen. Okay, Leute, klappt, wir können zusammenpacken. Wir dürfen nicht unser Auto nehmen. Das Auto von iCrimex. Hier, warte, bestimmt in der... Nee, da nicht. Doch, hier, da ist es. Oh, schnell, oha, das Auto. Das geben wir auf jeden Fall Max zurück, okay? Mann, wir fahren jetzt los hier. So, zack. Oh mein Gott, das ist der beste Tag ever. einmal durchfahren hier bitte. Dankeschön. Machen Sie mal kurz Platz, Leute. Hier. Mach mal Platz, Junge. Upsi. Ey, wir haben Stern bekommen. Ich weiß. Kannst du kurz mit dem reden? Sag Entschuldigung, dann geht er vielleicht weg. Sag mal Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, das hat funktioniert. Hey, okay, wir können losfahren. Irgendwann mal müssen wir uns aber den Lambo wiederholen, ne? Also unseren. Oh Mann, ey, jetzt haben wir einfach ein iCrimex Auto. Aber hat dir der Tag denn ein bisschen gefallen heute? Ja, der Tag war richtig toll. Hey, das fühlt sich an, als wenn ich iCrimex wäre. Aber nein, das ist gar nicht gut. Wir sollen auch nur wieder Timmy sein. Also, wenn das YouTube-Video wäre, würde ich liken jetzt. Das ist cool. Freunde, das war's mit dem Video. Das war der beste Vater-Sohn-Tag ever. Bis zum nächsten Video. Tschüss.